Damen und willkommen zu einer weiteren Folge hier im Landwirtschaftssimulator 2019 von der Hopfach. So, ich habe wie versprochen hier unseren Hafertransporter schon mal runtergefahren, weil wir ja hier zur Reifeisen müssen, weil wir da den besten Preis bekommen. Und, warte, das war ich irgendwo... Ich glaube, ich bin schon... Ne, hier muss ich rein. Ach ja. Ne, man wird aber auch sehen, dass ich es nicht vergessen habe, das Gras umzuändern. Ich habe es gemacht, allerdings hatte ich auf dem Weg hier runter zweimal, ne, eigentlich dreimal an derselben Stelle einen Systemabsturz, also ein Crash to Desktop, wie man so schön sagt. Deswegen bin ich jetzt wieder auf die Version mit der geringen Dichte zurückgegangen und jetzt funktioniert es. Warum auch immer. Also es wurde auch gesagt, dass es eben zu Abstürzen kommen kann. Eigentlich sollte mein System von der Leistungsfähigkeit das mitmachen, aber es ist halt so und ja, fahren wir halt mit der geringeren Dichte. So, aber wir sind jetzt erstmal hier und können den Hafer verkaufen. Ich habe die Sämaschine ist am Arbeiten mit dem Waldhaar oben schon wieder. Da können wir gleich mal gucken, ob der dann gute Arbeit macht. Und ich habe mir auch ein bisschen was zusammengesucht wegen der Ladewagenproblematik, die wir ja gestern so ein bisschen auseinandergenommen haben. Ich habe mal ein bisschen geguckt, was es an Mod-Ladewagen gibt. Und ich habe einen schönen Krone-Ladewagen gefunden, der ein etwas größeres Füllvolumen hat. Der hat 100.000 Liter. Jetzt weiß ich, es werden wieder einige sagen, ja, das ist aber nicht real. Jein, also es gibt Ladewagen, die das Ladegut komprimieren können und dann im Grunde teilweise 75 Kubikmeter oder eben auch 100 Kubikmeter laden können. Und deswegen sage ich mal, ja, er ist zwar nicht jetzt so gut, aber wir nehmen ihn mit rein. Ich habe ihn als Mod mit reingenommen. Ich muss gleich mal gucken, was der überhaupt kostet. Und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie das Geld zusammenbekommen oder ob wir eventuell noch mal ein bisschen Kredit aufnehmen müssen. Wir können aber auf jeden Fall ja dann unseren Ladewagen verkaufen, den wir haben. Das können wir, glaube ich, gleich als nächstes mal in Angriff nehmen, wenn wir wieder oben sind. Dann geht es jetzt noch mal spannend. Hier war nämlich immer der Punkt, wo das System abgestürzt ist. Und ich habe es eben dreimal ausprobiert und dreimal an derselben Stelle und dann habe ich diese grasdichte Datei geändert und dann ging es plötzlich. So, und ja, wir sind auf jeden Fall wieder vorbeigekommen hier, also gehen wir mal davon aus, dass es wirklich daran gelegen hat. So, jetzt, oh, ja, jetzt hat der Hürlimann Probleme. Oh, schaffen wir das überhaupt hier hoch? Ja, gut, ist nicht mehr allzu weit. Komm. Zieh durch. Wir werden auch auf jeden Fall über kurz oder lang uns einen größeren Anhänger besorgen müssen. Gerade weil wir hier doch etwas längere Strecken haben, macht es durchaus Sinn, wenn man irgendwie nicht nur 21.000 Liter, sondern vielleicht 40 oder sogar noch mehr transportieren könnte. Aber wie gesagt, erstmal kommt der Ladewagen dran und mit eben 100.000 Litern, da lohnt sich dann auch durchaus mal zum Strohverkauf zu fahren. So, wir können aber jetzt mal kurz gucken, während der hier sich hochquält, wie viel Stroh wir eigentlich im Lager haben schon.
69.000, also es waren jetzt drei von den kleinen Ladewegen voll. Also da wäre der neue noch nicht mal komplett voll gewesen. Ja. Nicht schlecht. Aber ich gehe halt auch mal davon aus, dass der Ladewagen aufgrund der Größe und des Full-Volumens, dass wir den nicht mehr hier mit unserem kleinen Hürlimann ziehen können. Da werden wir dann schon den Waldrad zu brauchen. Deswegen müssen wir gucken, dass wir jetzt irgendwie mit der Ansaat auf dem Feld 44 ist es, glaube ich, mal fertig werden. Ja, guck mal, hier läuft jemand. Och, da ist ja richtig Verkehr hier auf dem Bürgersteigen. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Und aus Versehen noch auf die Blinker geklickt, gedrückt. So. Dann lassen wir den hier mal irgendwo so am Rand stehen. Den Anhänger können wir hier hinstellen. So, und dann gucken wir mal die Seemaschine. Ah, ist schon gut vorangekommen. Das heißt, der muss gar nicht mehr so viel machen. Dann stellen wir den mal hier vom Feld runter. Und dann verkaufen wir unseren Ladewagen. Um einfach zu gucken, was wir dann haben und gucken, was wir dann noch brauchen an Kohle. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob wir die Möglichkeit haben, noch Kredit aufzunehmen. Weil wenn nicht und das Geld nicht reichen sollte, dann müssen wir halt nochmal eine Tour Hafer verkaufen fahren. Na. Schlückchen trinken. So. Dann geht das auch besser mit der Stimme. So. Das war ja irgendwo, ach ja, ist sogar aufgezeichnet. Sehr schön. Gut, abgekuppelt. Ja, 40.000, so wie ich es gedacht habe. Gut, verkauft. So, jetzt haben wir 135.000 und jetzt gucken wir uns mal dieses neue Gefährt an. Hier, Krone, 165.000. Ja. Gut. Können den in verschiedenen Farben haben. Da kostet 1.500 mehr. Was haben wir denn? Reifenvariante, Abdeckung brauchen wir keine. Ja, er sagt mir 240 PS. Also 165.000 brauchen wir. Ach, doch, Auto habe ich doch nicht. Ah, Auto, sag mir gerade was. Bevor wir uns um den Kredit kümmern, müssen wir mal die Spritze aus dem Weg fahren, damit der Verkehr hier weiter fließen kann. Ja, ich komm schon. Sorry, sorry.
fahren wir mal her. So, Kredit. Wir können uns was aufnehmen, das ist gut. Wir haben gesagt, 165.000 brauchen wir. Dann machen wir mal noch 10.000 zusätzlich. So, das heißt, wir kaufen jetzt den hier. So in weiß? Ich weiß nicht. Na, die Felgen machen wir auf jeden Fall schwarz. Und das Ding könnte doch in schwarz auch gut aussehen. Ah, guck mal. Das sieht doch edel aus. Ja, 166,8. Können wir Reifen, Breitreifen? Ja, so. Ist gekauft. So, den mal aus und dann Hallöchen. Gucken wir uns die Kiste mal schnell an. Und wir werden jetzt auch gleich in die Seemaschine springen. Ja, der gefällt mir. So, du bist doch hier eigentlich fertig. Machen wir den Helfer aus. Gucken wir uns das mal an, wie das hier aussieht. Ja, hier oben ist er. Der hat nur hier unten noch das Eckchen. Das machen wir schnell selbst. Weil dann können wir heute noch mal anfangen mit dem Strohsammeln und das neue Spielzeug testen, sozusagen. So, jetzt gehen wir hier unten hin. Diesem doch schon eigentlich nur kleinen Anstieg muss der schon sowas von kämpfen, das gibt's gar nicht. Jetzt hier in der Ebene, da fährt er seine Geschwindigkeit, wobei wir auch mal gucken müssten, dass wir hier mal reparieren langsam, aber sicher. Ich glaube nämlich, normal müsste die 18 fahren. Dass wir uns da auch mal drum kümmern und die einzelnen Maschinen mal warten, sofern sie denn Wartung notwendig haben. Das heißt, wir machen das mal wieder so, dass wir hier nochmal den Helfer ansetzen. Und dann können wir ja mal ganz kurz uns das hier angucken. Ja, der Pflug ist bei 56, die sieht es mit der Seemaschine, 73%, ja, die könnten wir eigentlich dann mal reparieren fahren. So. Aber dann machen wir es doch nicht, der ist eigentlich noch nicht notwendig bei dem hier. Gut, dann fahren wir den aber einmal, oder bauen den erstmal zusammen. Füllen die Spritze noch mal auf, falls sie aufgefüllt werden muss. Aber ich glaube, das haben wir schon gemacht. Ja. So, dann noch mal gucken, wie sieht es denn düngetechnisch eigentlich aus? Die sind alle gut. Die 43 muss dann gekalkt werden, wenn wir Stroh runter haben. Das dauert halt noch ein bisschen. Gepflügt werden muss sie zum Glück nicht. Die 47 muss dafür gepflügt werden. Ja, gut. Das heißt, wir können den erstmal ins Garagchen stellen. So, wie weit bist du denn? Ha. Das machen wir jetzt schnell selbst. Ich will zumindest mal den Ladewagen noch testen. Deswegen haben wir eigentlich keine Zeit hier.
werden wirklich gucken, dass wir uns als nächsten Traktor, denke ich mal, wirklich einen Fast Truck holen. Einfach um die Transporte von A nach B in schnellerer Fahrt einfach zu machen. Und so für die eine oder andere Feldarbeit ist der Nackler auch gut. Dann halt da unten längs. Wir werden die Sämaschine jetzt einfach beim Händler da auf den Hof stellen und uns mal schnell den Ladewagen schnappen und dann mal einmal testen. Gekuppelt. Ja, das ist schon ein Geschoss, muss ich sagen. Und so in der Schwarz-Weiß-Kombi, nicht schlecht. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich. So, doch, Zeit haben wir noch. Fangen wir einfach hier vorne an, jetzt mit dem Stroh sammeln. Und nicht bei den Meterschwart, sondern da gehen wir hier daneben und gucken wir mal. Also er sammelt schon mal. Das ist schon ein sehr gutes Zeichen. Da ja noch nichts gewachsen ist, können wir auch hier kurz drüber fahren. Dun, 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 dun. Ausgelassen. Aber es funktioniert. Es funktioniert und wir kommen da halt doch eine ganze Ecke schneller voran. So, gucken wir uns das nochmal von außen an. Ja. Ui, da fahre ich ja komplett daneben. Das ist auch nicht gut. So, dann. Machen wir hier mal schön weiter. Jo. Ich werde hier noch ein bisschen Stroh sammeln und wir sehen uns dann in der nächsten Folge morgen früh um 9 Uhr. Bis dahin, macht es gut und tschüss.